und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ihr seht es schon, wir haben wieder Lawn von Montag. Das Set heißt Cheesy Christmas. Das hat sich Elena ausgesucht. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich das auch von Elena geschenkt bekommen. Deswegen sehr cooles Set. Ich hatte es auch schon koloriert. Ja, das sind so Tütchen drin und ja. Da sind auch Outline-Stanzen dazu. Und ja, wir machen heute was mit meiner neuen Stanze. Die habe ich noch nicht so lange. Und das ist diese hier. Ich habe sie gesehen bei Anke's Art. Sie hat da eine ganz, ganz coole Farbkombi gemacht. Ich muss sagen, also ich weiß ja jetzt das Ergebnis schon, wie es rausgekommen ist. Ich muss sagen, in meiner Vorstellung war es irgendwie alles komplett anders. Aber nichtsdestotrotz, wir basteln das jetzt zusammen. Ich zeige euch auch am Schluss, ich habe zwei Sachen. Also ich mache mit euch nur eine Sache, aber gemacht habe ich am Ende zwei Sachen im Ganzen. Denn man kann das als offenes, wie eine Art Shadowbox-Bild, Rahmen machen. Quasi Christbaumschmuck oder so. Also wie hier kann man also komplett durchsichtig machen, wenn man das will. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt hier weiß ist oder durchsichtig, weil der Hintergrund ja auch weiß ist. Oder halt als Box. Kann man machen, wie man will. Hast hier auch einen Haufen Zusatz dazu. Also wie gesagt, die Teile zweimal ausstanzen, damit man die Box zustande bringt. Oder auch die Shadowbox, die man ja als Anhänger machen kann. Das ist die Aussparung für den Faden quasi. Musst du oben reinstanzen. Das seht ihr dann gleich im Video. Und dann habe ich hier so Zweige dazu. Das nutze ich alles nicht. Auch die Schneeflocke nutze ich nicht. Nur die nächst kleinere, die hier innen ist, nutze ich noch. Ich sag, die Stanze hat ein super Potenzial. Wie gesagt, es können auch einfach Boxe sein. Ne? Muss auch nicht weihnachtlich sein. Ich mache es jetzt weihnachtlich, weil ich das mit dem Set hier vorgestellt habe. Wie gesagt, in meiner Vorstellung war es alles noch ein bisschen anders. Aber ja, das war persönlicher Leidensdruck und ich glaube, das ist dann immer ein bisschen schwierig. So, zusätzlich nehme ich dann noch Lawn von Cardstock. Ich zeige euch das jetzt mal. Das ist dieser hell, also gibt es einen hellbraun, einen dunkelbraun und einen weiß mit einer Holzmaserung drin. Ich nehme den hellbraun und dann brauchen wir dazu auch noch zwei Brauntöne, weil den färbe ich dann so ein bisschen ein. Und dann, ach nee, brauche bloß den einen grünen. Und ich hatte Lawn von Designpapier tatsächlich mal mitgenutzt. Und zwar ist das dieses hier. Das Papier an sich heißt Yeti. Aber fragt mich nicht, aus welchem Set das ist. Ich glaube, das ist ein etwas älteres Weihnachtspapier-Set gewesen. Aber ich habe das ist ein Einzelblatt, was ich gekauft habe bei Kreativgut. Ich habe auch dieses hier einzeln gekauft. Das habe ich dann bei der roten Variante genommen. Wir machen jetzt die grüne Variante. Rote Variante habe ich eine fertig. Und ja, die grüne Variante. Und ich tue das Yeti. Das Yeti-Papier nur ein bisschen mit dem Grünen eininken. Also ich hatte mir diese Grünen alle zurechtgelegt, die brauche ich aber alle nicht. Und dann würde ich sagen, kann es ja auch schon losgehen. Ich habe dann noch Schleifenband benutzt. Ich persönlich hätte es wahrscheinlich besser gefunden, wenn ich einfach eine Schleife ausgestanzt hätte und hätte die hingeklebt. Wäre auch gegangen. Ja, wie gesagt, ich wollte halt die zwei Versionen machen, damit ihr seht, was man mit der Stanze alles so machen kann. Also so viele Farben brauchen wir heute gar nicht. Wie gesagt, Stempel ist natürlich auch variabel. Und ja, ich würde sagen, dann schaut doch unbedingt mal bei meiner Kollegin Elena vorbei. Ich verlinke sie euch wie immer in der Infobox. Und dann würde ich sagen, wir starten jetzt los mit diesem Set. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, da geht's auch schon los. Wir nehmen ja diese neue Stanze. Die habe ich bei Bastelwelt Schubes gekauft, glaube ich. Und ja, ich tue die jetzt einfach hier falten. Normalerweise ist das recht selbsterklärend, aber in der Stanzenverpackung ist dann auch noch eine Anleitung, wie man das macht. Wie gesagt, man braucht ja eigentlich nur die vier Teile zusammenkleben. Und je nachdem, ob man es jetzt oben zuklebt oder nicht, ja, ist es entweder eine Schachtel oder halt so ein Rahmen. Ja, ich habe mich jetzt halt dazu entschieden, dass ich aus dem einen Hauptelement noch eins ausstanze. Es gibt ja von diesen, was ist denn das? 1, 2, 3,
sechs Ecken gibt es ja quasi zwei Stück, also zwei verschiedene Größen, die drin sind. Ich habe jetzt das größere genommen, weil ja, ich wollte jetzt nicht so einen dicken Rahmen haben, deswegen ja. Also das am besten auch alles immer vorher schön machen, ne? Das ist die Idee, das habe ich ja auch alles vorher gemacht. Und ja, was mich ein bisschen gecatcht hat, ist, dass das ein bisschen verschieden ist. Ich habe immer die richtige Seite gesucht von den Sechsecken. Also das, was ich ausgestanzt habe, muss ja dann auch irgendwie wieder in das Sechseck reinpassen, wo es mal drin war. Und ich habe dann immer die richtige Seite gesucht. Und das ist bei den anderen zwei Malen, wo ich was ausgestanzt habe, genauso gegangen. Ich weiß nicht, ob ich mir das irgendwie markiere, dass ich da mal die richtige Seite gleich beim Anfang an find, von Anfang an finde. Ja, ich habe das auch relativ schnell durchlaufen lassen, weil ich finde jetzt das Zukleben eher ein bisschen langweilig. Ich habe auch quasi die einfache Variante genommen und farbigen Cardstock genommen. Ich hätte das ja auch alles aus Aquarellpapier ausstanzen können und dann hätte ich das komplett mit meinen Oxiden eingefärbt. Das hätte ich machen können. Das wollte ich aber nicht. Also ich dachte, nö. Gerade wenn es jetzt so ist, ich habe noch die Zahlen dazu. Also da gibt es noch wunderschöne Zahlen, ein wunderschönes Zahlenset gibt es da noch. Das habe ich auch. Weil ursprünglich habe ich gedacht, das wäre auch super als Adventskranz. Also, oder ja, wenn man jetzt so einen Tausch ausmacht, das habe ich auch bei Ankes Art gesehen. Sie hat quasi Adventskranz gemacht. Und dann noch das Nikolaustürchen und das 24er-Türchen. Also sie hatte sechs solche Boxen. Das fand ich auch echt schön. Also, wie gesagt, das finde ich eine schöne Idee. Man kann es aber auch ganz einfach, ganz anders. Ne, das könnten auch Halloween-Boxen sein. Das kommt immer darauf an, wie man es halt, ja, wie man es halt verschönert. Ja, ich werde auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich das mache, ein bisschen mehr Szenenarbeit betreiben, glaube ich. Weil ich hätte ja auch innen in diesem Shadowbox-Dings quasi, hätte ich ja auch mit mehreren Lagen arbeiten können. Habe ich irgendwie gemacht, aber ich habe eigentlich nur mit Höhe gearbeitet. Mehrere Lagen ist es ja, wenn ich hätte jetzt noch, ja, wie eine Art, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Mit mehreren Lagen hätte ich halt arbeiten können, ich verstehe es. Ja, quasi, ich habe auf die Inne erstmal den Hintergrund, dann auf die nächste Lage, dann quasi Berg mit Bäume, dann auf die nächste Lage sind dann erst die Mäuse und dann auf die nächste Lage ist, keine Ahnung, ein Spruch oder so. Also so in Lagen halt. Und so habe ich jetzt nur mit Höhe gearbeitet, also ein Paneel und habe aber alle Sachen verschieden hochgemacht, das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Den Baum, also den Käsebaum. Den klebe ich jetzt quasi einfach erhöht. Das ist jetzt nur einfach erhöht drauf. Ich habe auch den Fußboden. Das Holz sollte denn der Fußboden sein, weil die sind drin im Haus quasi und in einem Raum und haben da halt den Baum mit. So, das ist jetzt einfach erhöht. Und ich habe dann gedacht, damit es noch mehr Dimension bekommt, weil es ja innen ist in der Shadow. Also ich nenne das Sechseck da jetzt einfach Shadowbox. Habe ich dann immer zweimal Foam übereinander geklebt, damit es noch ein bisschen mehr Dimension bekommt. Also, ja, also ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Hatte ich euch dazu gar nicht mitgenommen, dass ich, ja, ich habe ja das Design wieder eingefärbt und das Holz, das habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Egal. Auf jeden Fall, habe ich hier ja wieder die Weihnachtsfarben genommen, die ich halt immer Weihnachten nehme. Das ist halt viel grün, rot, goldlastig auf jeden Fall. Das behalte ich auch so bei, weil das für mich die traditionellen Weihnachtsfarben sind. Aber ich werde mal gucken, ob ich damit noch was anderes mache. Aber da ich ja diesen Plan hatte, habe ich die Mäuse halt auch nur so koloriert, ne? Ich will auch unbedingt noch eine Szene machen, wo das Radio zum Einsatz kommt. Das Radio kam jetzt leider hier nicht zum Einsatz. Weil es hätte sich auch super angeboten, dass da irgendwie ein Weihnachtslied spielt und dass da halt so ein paar Noten im Hintergrund sind und so. Hätte sich alles angeboten. Habe ich alles nicht gemacht. Also ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass es so rausgekommen ist, wie ich es nie gedacht hätte. Also das ist, ich gehe ja schon mit einer Vision ran. Das kam jetzt alles ganz anders, muss ich sagen, weil doch das Zusammenbauen stellenweise ein bisschen tricky war und dann musste ich ein bisschen aufpassen und ja, habt ihr jetzt wahrscheinlich alles nicht gesehen, aber
Ich habe eigentlich alles, wenn ich so einen Fehler mache, lasse ich das zwischendurch halt einfach auch drin, damit ihr auch seht, dass mir das genauso passiert. Und entweder ich kann es retten und ich muss halt das ganze Ding wegschmeißen. Das ist halt einfach so. Hier habe ich mich für einfaches Bäckergarn entschieden, was ich dann durch diese Löcher gezogen habe. Ich hatte auch eine Schleife gebunden im Hintergrund. Das wollte ich euch ersparen, dafür brauche ich immer ewig. Und habe die Enden einfach abgebrannt, damit das nicht mehr aufdrieseln kann. Und habe hier dann Gludots. Nehme ich ganz selten, aber ich habe welche. Und ja, die Schleifenenden, die habe ich halt auch mit Gludots gemacht, damit die Schleife dau an der Stelle bleibt, wo sie hin sollen. Und man hätte jetzt auch können außen, ich glaube, das habe ich gerade angedeutet, man hätte auch können außen noch ein paar Geschenke hinmachen oder keine Ahnung, wäre alles gegangen. Ich wollte aber, dass man wirklich erkennt, dass es zwei verschiedene Sachen sind. Also wie gesagt, rechts jetzt die Box, die habe ich ja ohne euch gemacht. Und links halt quasi den Anhänger für den, was ist denn, Weihnachtsbaum oder so. Kann man ja überall hinmachen. Ja, wenn ich die Enamels geklebt habe, bin ich auch schon fertig. Ich hoffe, euch gefällt diese Idee. Wie gesagt, diese Stanze ist wirklich cool. Die habe ich gesehen und die brauchte ich unbedingt. Und ja, schaut auch unbedingt bei meiner Kollegin Elena vorbei. Sie macht heute auch was mit dem Set. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.